Ich habe einen sehr großen Paradiesvogel. Aha. Und hier haben wir Geister spuken im Pokémon-Turm. Ich glaube, das sind die Geister jener Pokémon, die das Team Rocket auf dem Gewissen hat. Ach so. Team Rocket macht Erschießungskommando bei Pokémon? Das ist ja mal interessant. Da muss ich unbedingt weiter ermitteln. Lavandia, die edle violette Stadt. Bei mir ist die grau. Glaubst du an Geister? Nein. Natürlich nicht. Und diese weiße Hand da auf deiner Schulter ist natürlich nicht echt. Hey, mach mich hier nicht verrückt. Ich glaube jetzt an Geister. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Und was steht hier? Mögen die Seelen der Pokémon im Pokémon-Turm in Frieden ruhen. Hello. Gehen wir da mal rein. Ich bete für Pippi. Schluchz, ich kann nicht aufhören zu weinen. Bist du hier, um dein Mitgefühl auszudrücken? Sei gesegnet. Ah. Und du bist? Fukano, warum hast du mich verlassen? Ich bin eine Exorzistin. Die Geister hier stiften Unruhe. Dafür bin ich ja da. Der Pokémon-Turm wurde im Andenken an verblichene Pokémon errichtet. Ich wusste gar nicht, dass Pokémon noch sterben können. Ich dachte, sie wären unsterblich. In der Serie auf jeden Fall sind sie es. Ich suche nach Items, die Fähigkeiten meiner Pokémon während eines Kampfes verbessern. Zum Beispiel X-Angriff, X-Abwehr, X-Tempo und X-Spezial. Weißt du, wo ich sie kaufen kann? Nee. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, dann schau dich doch mal in Ruhe um. Beleber, nice. Dann nehme ich gleich mal 10 Stück von mit. Das macht dann 15.000 Dollar. Was? Hier, bitte sehr. Vielen Dank. Kann ich sonst irgendwie helfen? Tschödel. Kennst du den Beleber? Damit kannst du bereits besiegten Pokémon wieder Kraft geben. Aha. Kenne ich. Habe ich jetzt in Scharen gekauft und habe mein halbes Haus dafür verkaufen müssen. Aber ich kenne den. Okay, was ist das hier? Hallo. Hallo, ich bin der offizielle Namenbewerter. Oha. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Ja. Von welchem Pokémon soll ich den Spitznamen beurteilen? Ja, gute Frage. WC-Ente, erzähl mal. Der Spitzname ist WC-Ente, ein schöner Name. Gefällt er dir noch immer oder möchtest du ihn ändern? Was möchtest du? Ja und nein. Ja, wozu? Nein, wozu? Ich möchte einfach mal nein. Komm vorbei, wann immer du magst. Ja, kommunikationstechnisch ist er wirklich weit vorne. Aber er ist der offizielle Namenbewerter, deshalb wollen wir mal keine Späße über ihn machen. Der Typ hat's schon drauf. So, was gibt's hier? Hallo! Ich hasse dieses furchtbare Team Rocket. Die arme Mutter des Tragosso. Sie konnte dem Team Rocket nicht entkommen. Ach so, Tragosso, das war ja dieses Vieh, das mich im Felstunnel mit einem Knochen verprügelt hat. Ach man. Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachten erhalten. Und was gibt's hier? Lavandia, Pokémon-Haus. Aha, die Pokémon sind so wichtig in dieser Welt, dass sie sogar ein Haus besitzen. Mr. Fuji ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein? Weiß ich nicht. Das hier ist Mr. Fujis Haus. Er ist sehr fürsorglich. Er kümmert sich um ausgesetzte und verwaiste Pokémon. Quack. Enton. Nidorino. Nidorino. Achso, da war noch ein Buch. Bevor ich meine Anekdote hier raushau zu Mr. Fuji, gucke ich hier nochmal rein. Großes Pokémon-Gewinnspiel. Es sind keine Teilnehmerkarten mehr vorhanden. Sie wurden alle abgeschickt. Ja, das ist natürlich schade. Dann können wir da auch nicht teilnehmen. Okay, ich möchte jetzt nochmal was loswerden zu dem Namen Mr. Fuji. Ich finde es eher, ja, fragwürdig und pervers, dass in einer Stadt, wo ein Pokémon-Turm zu Ehren der gestorbenen Pokémon irgendein Typ Mr. Fuji heißt. Es gibt nämlich den Mount Fuji in Japan. Und ich glaube, daher kommt auch dieses Wie ist jemand Fujiyama? Ich weiß nicht, ob da ein ganz großer Friedhof für die Leute ist, die da gestorben sind. Aber ich weiß, dass bei dem Mount Fuji in Japan, dass das ein Hotspot wirklich für Selbstmörder ist. Insgesamt, ich glaube, pro Jahr mehr als 1000 Leute, die sich da
Route 12, Norden, Lavandia. Dann gehen wir da mal lang. Ach so, du bist hier der Schlüsselwächter. Ja, es trifft sich gut. Ich bin nämlich der Torwächter. Oberhalb der Treppe ist ein Ausguck. Cool. Was ist das für eine Teite, Alti? Meine Pokémon wurden im Pokémon-Turm zur letzten Ruhe gebettelt. Ich gebe dir diese TM. Ich benötige sie nicht länger. Weil meine Pokémon alle tot sind. Deshalb kannst du die jetzt haben. Okay, wollen wir mal ein bisschen spannen. Du siehst den Pokémon-Turm. Das ist interessant. Und hier? Du siehst einen angelnden Mann. Wow! Das würde mich aber auch ärgern, wenn irgend so ein Fernglas die ganze Zeit auf mich gerichtet wäre. Ich glaube, ist das hier der angelnde Mann da rechts unten? Gehe ich vorher nochmal heilen oder gehe ich da gleich hin? Hello! Cool, mir ist etwas ins Netz gegangen. Ein kleiner Junge. Willst du mal meinen Paradiesvogel sehen? Angler Edorin möchte kämpfen. Los, Goldini! Los, Gaypub! Schlitzer! Raserei ist für mich jetzt gestorben. Mit der nächsten Attacke, die kommt, werde ich Raserei aus meinem Plan streichen. Ja, wir haben ja im letzten Part gesehen, wie uns das in Verdammnis bringen kann. Möchtest du Pokémon wechseln? Bei einem Quapsel doch nicht. Hallo, werd erwachsen. Quapsel, also wirklich. Volltreffer! Quapsel wurde besiegt. Gaypub erhält Erfahrung. Und da kommt Goldini. Möchtest du wechseln? Nee. Und ich möchte jetzt nochmal Schlitzer ansetzen. Einsetzen, ansetzen. Ansetzen und durchziehen. Goldini wurde auch besiegt. Nudel besiegt Angler. Angler. Für jedes besiegt hier 1 Euro und ich könnte mir große Teile unseres Planeten kaufen. Mist, bloß ein kleiner Fisch. Nudel gewinnt 770 Dollar. Klasse. Wollen wir mal gleich weiter? Vielleicht bringt uns das ja hier irgendwo nochmal was. Oh! Erzähl. Nur mit der Ruhe. Als Angler muss man geduldig sein. Bin ich. Ich bin ja auch eher so ein ruhiger Fahrer. Ein Langhuber. Habe ich ja schon oft genug gesagt. Angler möchte kämpfen. Und er setzt Tentacher ein. Gefährlich. Los, Gaypub. Schlitzer. Bäm! Und das müsste eigentlich reichen. Ja, Volltreffer. Huhuhu. Wie einfach das doch ist mit einem starken Pokémon. Goldini, nee. Angler setzt Goldini ein. Na und? Schlitzer. Oh, schon wieder ein Volltreffer. Mann. Das kommt ja jetzt überraschend. Ich hab gewonnen. Der ist mir entwischt. Fischer Hain war das. Der Angelkönig gegen das Pokémon King. Hast gehört, mein Sohn? Ich bin der Angelkönig. Ich bin Angelsachse, weißt du? Und ich setz Goldini ein, mein Freund. Los, Gaypub, mach ihn fertig. Schlitzer. Ja, damit kannst du mir gar nichts machen, du kleine Blitzbirne. Siehst du, mein Goldini ist nämlich noch am Leben. Und das benutzt Supercell, aber trifft nicht. Doofes Goldini, man. Oh, wieder Schlitzer. Du kannst ja nichts anderes. Nee, das war doch wohl ein doofer Sieg für dich. Den erkenne ich nicht an. Das war Spitze. Warum auch immer das Spitze war. Ich fand's scheiße. Nix Spitze. Wir sind noch nicht bei... Wo war der noch? Dalli Dalli? Wir sind der Meinung, das war Spitze. Und dann muss er springen und... Es kommt sofort der Matrix-Move. Eigentlich würde ich lieber arbeiten. Dann mach's. Geh arbeiten. Du kannst für mich gerne mal Schnitzel drehen. Kein Thema. Angler setzt Quapsel ein. Los, Gaper. Schlitzer. Volltreffer. Cool. Und Gaper erhält Erfahrung. Er erreicht Level 36. Ja, da wollte ich ihn ja hinhaben. Mushas. Ach, Mushas. Das ist auch so ein Pokémon, ne? Bloß große Muschel, kleine Zunge. Mehr brauchst du gar nicht zu wissen über dieses Vieh. So, Body Slam. Aha, paralysiert. Panzerschutz. Einer von der Sorte also. Das lasse ich nicht mit mir machen, mein Freund. Angler wird Goldini in den Kampf schicken. Möchtest du wechseln? Nee, nicht für Goldini. So, Mega Hieb. Mit Big Mama ist echt nicht gut Kirschen essen.
Superschall, das ist auch jetzt nicht wirklich effektiv. Irgendwie hat das noch nicht getroffen. Ich habe Angst vor Konfu-Strahl, das ist dann schon ein bisschen gefährlicher. Big Mama erreicht Level 32. Aha, Sepa. Sepa, das ist auch so ein Pokémon, das ganz oft ignoriert wird. Da denken alle, das gibt's ja gar nicht, Sepa. Und damals vor so 3 Jahren haben wir versucht, alle 150 Pokémon mal aufzuzählen. Und Sepa und Semon waren die, die uns noch gefehlt haben. Das ist wahrlich kein Zuckerslecken. Auch kein Arslecken. Gepop entwickelt sich. Gepop wurde zu Glurak. Cool. Gepop wurde zu Glurak. Wisst ihr Bescheid? Und hier haben wir wieder fettes Relaxo. Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Hier geht's erstmal nicht weiter. Sportangelzone. So, ihr Sportangler. Ich danke euch mal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Pokémon Blau. Ich muss jetzt zur Sparkasse. Bis dann. Tschüss.